Sie kommen daher wie kleine, schlaue Käfer und wuseln gelenkig über Stock und Stein. Am Schöckl bei Graz waren jetzt rund 100 geländegängige Fahrzeuge mit Allradantrieb und Spezialausrüstung querfeldein unterwegs. Und das ist auch richtig sympathisch, denn wir sprechen von Modellautos im Maßstab 1:10. Die sogenannten Crawler haben beim Wildlife Cup 2017 den Grazer Hausberg erklommen. Unwegsames Gelände, steile Hänge, schroffe Kanten – das ist die Welt der Crawler. Wie beim echten Truck Trail geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern darum, das Gelände zu bezwingen und die Prüfungen zu meistern. Es gibt drei verschiedene Arten von Autos, C1, C2 und C3. Die sind vom Aufbau, von der Achsen her ein bisschen anders, wie sie verschränken anders. Und da muss man einfach ein bisschen schauen, dass jedes Auto den Parcours fahren kann. Es ist halt die Herausforderung. Es ist nicht bierernst, wie der klassische Rennsport allgemein. Allradantrieb, spezielle Karosserien, Reifen mit Schaumstoffeinlagen. Was in den kleinen Modellautos steckt, ist von den großen Originalen nicht weit entfernt. Da haben wir hinten auch sogenannte Sandbleche. Das heißt, wenn irgendwo Überwindungen oder lose Untergründe sind, da kann man das auflegen und wie in echt, in der Wüste, wie man das auch sieht, kann man dann eben drüber fahren und den Untergrund sozusagen befestigen. Man muss viel auf die Balance achten vom Fahrzeug, was das Fahrzeug so kann. Wie man sieht, wenn man da über Stein drüber fährt, das bewegt sich alles, das ist quasi wie ein realistisches Auto. Mehr als 100 Piloten und Pilotinnen haben sich beim Wildlife Cup 2017 durch das felsige Gelände am Schöckl gekämpft. Spektakuläre Abstürze inklusive. Das kann schon sein, dass man, wenn man nach Hause kommt, auch mal zwei Abende Arbeit hat nachher und einfach halt wieder Verbesserungen macht, Achsen abschmieren muss. Unüberwindbare Hindernisse gibt es nicht und selbst wenn, wird gezogen und geschoben. Mit Seilwinde und mit Abschleppseil hilft man sich dann gegenseitig aus Notsituationen. Das Gelände bezwingen müssen bei diesem Hobby übrigens Mensch und Maschine.